Frau Holzhausen, ja, wir sind ja hier im Land im Umbruch und das sieht hier am Bodensee oder im Freizeitpark Pirka nicht viel anders aus. Es treten ja allgemein im Leben immer irgendwie mal wieder Probleme auf und so ist es auch hier. Wir sind aufmerksam gemacht worden und das haben sich Camper, das wollen wir es direkt ansprechen, gleich Camper an uns gewandt und waren mit verschiedenen Sachen nicht einverstanden. Und der Sache wollten wir mal ein bisschen nachgehen. Wir wollten mal hören, was ist jetzt hier überhaupt am Bodensee passiert. Es gibt neue Verträge, so wie man uns gesagt hat, und da sind Leute nicht einverstanden. Ja, das Gros. Ich gebe Ihnen jetzt ganz einfach die Möglichkeit, dass vielleicht, ich weiß, dass es nicht kurz geht, aber ein bisschen klarzustellen, was ist hier ganz einfach passiert? Ja, also was passiert ist, kann ich jetzt nur so darstellen, wie ich es jetzt weiß, wie ich es recherchiert habe, wie ich auch den Unterlagen entnehmen kann. Wie Sie sagen, das kann man gar nicht ganz kurz machen, sondern das ist eine längere Geschichte. Begonnen hat das schon im Jahr 2013. Muss ich sagen, war ich selber involviert. Als damaliger Ordnungsamtsleiter gab es hier eine Begehung auf dem Platz, der Dauercamper. Und dort wurde durch die Verantwortlichen festgestellt, dass es dort zu erheblichen Aufbauten, Umbauten von den vorhandenen Campingwagen gekommen ist, die praktisch auf den Campingplatz weder gehören noch genehmigt werden können. Es ist dann im Februar 2014 durch den damaligen Geschäftsführer, den Herrn Bayer, bereits verschiedene Dauercamper aufgefordert wurden, diese Um- und Aufbauten zu entfernen. Das ist auch alles aktenkundig. Es ist da leider seitens der Dauercamper nichts passiert. Dann leider der nachfolgenden, auch den damaligen Geschäftsführer, aber auch der nachfolgenden Geschäftsführerin, erstmal auch nichts weiter passiert, sodass eigentlich dann auch noch weiter gebaut wurde, obwohl ja klar war, dass diese Um- und Aufbauten auch nach der eigenen Campingordnung dieses Platzes gar nicht erlaubt sind. Hat es weitere Aufbauten, weitere Umbauten gegeben. Das ist praktisch über die Jahre mehr oder weniger geduldet wurden oder auch den Umstand geschuldet, dass man nicht dazu gekommen ist, sich darum zu kümmern. Jedenfalls ist dann durch meine Vorgängerin, die Frau Radon, Anfang diesen Jahres nochmals ein Schreiben gefertigt worden, wo die Dauercamper nochmals aufgefordert wurden, diese Um- und Aufbauten zu entfernen. Dazu kam die Erarbeitung eines neuen Mietvertrages, der eine Erhöhung beinhaltete des Entgeltes, was die Dauercamper hier zahlen müssen. Dort gibt es nicht Unstimmigkeiten, aber musste man den Dauercampern erklären, dass diese Entgeltordnung was anderes darstellt wie den Mietvertrag. Also die Entgeltordnung ist erhöht worden. Ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, Mietvertrag, wenn Sie vom Vermieter praktisch eine Miete erhöht bekommen, bekommen Sie auch keinen neuen Mietvertrag, sondern eine Mitteilung, dass diese Miete erhöht wurde. Das ist hier geschehen. Es ist durch den Zweckverband eine Erhöhung der Entgelte für die Dauercampingstellplätze vorgenommen wurden. Die bewegt sich bei plus 20%. Man muss dazu sagen, dass das die erste Entgelterhöhung seit 2013 ist. Also auch da ein ziemlich langer Zeitraum, ja, wo eigentlich nichts passiert ist, wo keine Erhöhung vorgenommen wurde, ist, dass das natürlich alles nicht auf Gegenliebe gestoßen ist. Das kann man sich vorstellen. Also wir haben auch sehr, sehr viele ältere Dauercamper, die hier ihren Lebensabend eigentlich in Ruhe verbringen wollten. Jetzt eben durch diese Rückbauten, ja, doch, was heißt belastet, sag ich mal, seelisch belastet. Man muss aber eben dazu sagen, immer wieder, es haben alle gewusst, dass es nicht rechtens ist, dass diese Aufbauten nicht durchgeführt werden dürfen. Mit der Entgelterhöhung, sicher keiner freut sich, wenn irgendwas teurer wird, hat sich sicher keiner darüber gefreut. Aber ich denke, das hat inzwischen jetzt doch jeder so hingenommen oder muss er ja hinnehmen. Ja, es, wie gesagt, für welche, denen das dann wirklich zu teuer war, hätte ja die Möglichkeit einer Sonderkündigung bestanden, also indem man dann gesagt hätte, also für das Entgelt
möchte ich dann doch nicht weitermachen oder suche ich mir was anderes. Das hat aber keiner wahrgenommen, soweit, also ist mir jetzt jedenfalls kein Fall bekannt, dass aufgrund der Entgelterhöhung jemand den Platz beräumt oder nicht mehr in Anspruch nehmen will. Aufgrund der Rückbauten, die vorgenommen werden müssen, auch da ist mir jetzt auf Anhieb kein Platz bekannt, die gesagt haben, also bei diesen Rückbauten, also jetzt kündigen wir, weil ja, wir das alles zurückbauen müssen. Wie gesagt, die neue die jetzige Campingsaison geht ja noch bis nächstes Jahr, 30. März. Also wir haben jetzt nochmalig diese Mietverträge gekündigt, einfach weil sehr viele diesen neuen Mietvertrag, der im dieses Frühjahr gekommen ist, gar nicht zurückgeschickt haben. Ja, somit noch der alte galt. Also damit wir da erstmal praktisch eine Grundlage reinbekommen, dass wir wieder alle auf einem Stand sind. Das ist auch mit den Dauercampern so abgesprochen, dass wir praktisch die Mietverträge wiederum kündigen. Die sind eh immer nur ein Jahr gültig. Dass wir eine neue Campingordnung erarbeiten werden, auch nochmal die Entgeltordnung anfassen werden, um verschiedene Veränderungen, die den Dauercampern zugutekommen, dort mit einzuarbeiten und dann auf diesen zwei neuen Verordnungen praktisch auch einen neuen Mietvertrag aufbauen. Aber das wird wahrscheinlich nicht eher vor Januar dann passieren. Und das ist, wie gesagt, ich stehe zumindest im ständigen Kontakt mit den Dauercampern. Die wissen auch, dass sie ständig zu mir kommen können, wenn es ein Problem gibt. Ja, oder wenn sie irgendwelche Fragen haben. Wir haben das so gemacht, dass wir jetzt eine Vermessung ist damals durch eine Firma vorgenommen worden, also ein Planungsbüro. Allerdings waren dann die Dauercamper nicht anwesend bei dieser Vermessung, hat natürlich auch zu Unmut geführt, verständlicherweise. Es gab dort auch Fehler in der Vermessung, das muss man einfach so sagen, weil wenn keiner vor Ort ist, ja, kann man jetzt nicht so direkt sagen. Deshalb haben wir jetzt eben gesagt, wir gehen auf jeden Platz, haben da auch schon sehr, sehr viele Plätze erledigt. Es werden Vermessungspunkte in den Boden gebracht, damit jeder weiß, das ist jetzt mein Grundstück, das hat die und die Größe. Ja, und dafür muss ich zahlen. Allerdings ist bei dieser Vermessung jetzt auch festgestellt worden, dass sehr, sehr viele sich da doch mehr oder weniger ganz gut vergrößert haben. Also und etwas breit gemacht. Genau, haben, genau. Also das haben sich verbreitert und diese Größe, die jetzt auch unterschrieben wird von Ihnen, Sie waren ja jetzt mit dabei bei dieser Vermessung, wird dann Bestandteil des neuen Mietvertrags im neuen Jahr. Und jeder Camper, Dauercamper, weiß, was, oder ist das ist gesetzlich geregelt oder im Mietvertrag drin, weiß, was er auf sein Stück Land, in Anführungsstrichen, setzen darf. Also ich habe ja hier schon mal geschaut und gesehen, wir gucken es uns dann vor Ort nochmal an. Es sind ja nicht nur Wohnwagen, es sind ja hier, ja, ich würde sagen, kleine Datschen schon errichtet worden. Und das ist doch generell, das ist aber Gesetz. Also das genau. Liegt jetzt nicht am Mondsee oder jetzt hier am Freizeitpark. Das ist genau. Ein deutsches Gesetz. Das ist ein sachsen-anhaltinisches Gericht. Es gibt die Campingplatzordnung des Landes Sachsen-Anhalt, die genau regelt, was so ein Platz beinhalten sollte. Das wird dann verfeinert in der Campingordnung des jeweiligen Betreibers, also in unserer Campingordnung. Und auch dort steht schon seit 2012, das ist die letzte, die ich jetzt hier gesehen habe, steht drin, dass keine Um- und Aufbauten erlaubt sind. Ja, Einfriedungen, feste Einfriedungen auch nicht. Ein klassischer Campingplatz, wir können uns nachher einen anschauen oder mehrere anschauen, die da sehr gesetzeskonform sind, beinhaltet nur mal einen Wohnwagen, wo wir auch leider ein Problem hatten, dass da auf manchen Plätzen dann doch mehr stehen, wo wir aber jetzt auch eine Lösung gefunden haben. Ein Campingwagen, ein Vorzelt, ja, vielleicht eine kleine Terrasse, die aber wegnehmbar sein muss, für, dass man sich mal hinsetzen kann. Ja. Und ja, eventuell irgendwas, das ist auch schon ein Zugeständnis, mehr oder weniger eine kleinere Aufbaute, wo man mal ein paar Gartengeräte oder Auflagen oder sowas reintun kann. Also das ist eigentlich das klassische Camping. Alles andere, ja, zumindest was diese Um- und Aufbauten betrifft, ist rechtlich nicht gesetzlich, also ist gesetzlich nicht möglich. Okay. Ja, Frau Holzhausen, das war informativ. Mhm. Da steht Ihnen noch viel Arbeit bevor. Ja. Aber wenn ich höre, dass die Camper doch alle
zufrieden sind, hier bleiben. Wie viel sind es denn überhaupt jetzt hier am Mondsee? Also im Moment haben wir 93 Plätze besetzt. Es ist ein gewisser Umbruch, hat jetzt weniger mit den Um- und Ausbauten, sondern einfach auch mit dem Alterswechsel zu tun. Es sind durchaus Leute, die ihre Plätze verlassen werden, aber wir haben eine Warteliste, also es gibt sehr, sehr viele Anfragen für diesen Dauercampingbereich, sodass die Plätze, so wie sie gekündigt werden, auch meistens gleich wieder vergeben werden. Ja, das ist ja ein Blick in die Zukunft, der gut aussieht. Da wünschen wir Ihnen weiterhin viel Spaß. Auf eine schöne Zeit. Ja. Denn, und das eine bringen wir mal noch, es sind ja auch viele Feste jetzt hier gefeiert worden. Oder Veranstaltungen, Feste, nicht Veranstaltungen. Ja, das ist ja praktisch die andere Seite des Erholungsparkes. Wir stellen uns ja auch den Anspruch, für Tagesgäste sehr viel anzubieten und natürlich auch für unsere Kurzzeitcamper, die uns im Sommer besuchen. Natürlich auch für unsere Dauercamper, die das ja auch sehr gut in Anspruch nehmen, wenn hier Veranstaltungen stattfinden. Wir haben in diesem Jahr Corona-bedingt natürlich ein kleineres Angebot gehabt, war zwar sehr vielfältig, vom Yoga über Country, über das Springbreak für die Jugend. Diese Schiene wollen wir im nächsten Jahr fortführen, also mehrere kleine Festivals, so mit 1500 Besuchern, nicht mehr so ganz große Sachen, aber eben sehr abwechslungsreich und ja, da, wir haben schon einen sehr gut gefüllten Veranstaltungskalender, es passt eigentlich fast gar nichts mehr rein. Und wir haben mit unserem neuen Wirt, der den Ankerplatz betreibt, ja jemanden, der auch gleichzeitig noch eine Eventagentur nebenher betreibt, der auch sehr rührig ist und sehr, sehr, da engagiert ist. Den muss man eher stoppen, als wir zu irgendwas animieren. Da kann ich gleich noch einen Hinweis geben. Am 31. Oktober wird es bei uns ein großes Halloween-Feuer geben mit einem antiken Trödelmarkt, mit Speisen und Getränke. Das auch wieder alles mit dem Ankerplatz zusammen und ja, für Kinder und natürlich auch für die Erwachsenen ein ganz großes Halloween-Feuer.